So, jetzt haben wir genug Mana, hoffentlich zumindest, um den ganzen Schutt hier loszuwerden. Auch wenn das ja fast die im Gang bisher so ein Schutthaufen war. Ist echt nervig. Oh. Und ein Clown. Na komm her. Oh, probieren wir was aus. Das war dieser Flächenzauber. Gut, der Clown hat schon mal keinen Zeitstoppschutz wie der Blutdämon. Oder doch? Ah, wirklich viel Schaden scheint er davon nicht zu bekommen. Besonders lange halten tut es auch nicht. Na, aber das kann auch daran liegen, dass unsere Skills halt nicht besonders hoch sind. Und auch unser Talent, also der Magiewert hier, Macht, der ist ja auch nicht wirklich hoch. So. Keine 2 Minuten im Video und schon haben wir keine Lebenspunkte und Magie mehr. Das ist ja ein super Start. So, hier war noch ein Magiekraut. Das nehmen wir mit und essen gleich. Und dann warten wir, bis die Faust vorbei ist. Oder wohl die Faust von dem Clown gezaubert. Das könnte natürlich auch sein. Weil bisher kommt hier nichts. Schauen wir doch mal. Wir haben einen Stein und noch mehr Geröll. Die Pflanzen da unten sollten eigentlich unser Vorrat sein für schlechte Zeiten quasi. Hier haben wir keine Magietränke mehr. Was sind das eigentlich für rosa Dinger da? Oh, Magiepunkte minus. Ah, super. Also brauchen wir an jeder Ecke Magie, um diese Barrikaden wegzubekommen. Und überall wird uns das abgezogen. Na gut, schauen wir uns erstmal die anderen Ecken an. Weil ich will jetzt nicht mein ganzes Mana verbrauchen. Heißt, wir gehen jetzt jeden Gang, der noch so begehbar ist, ab. Was nicht wirklich viele zu sein scheinen. Und sonst können wir auch hochgehen. War nicht oben irgendwo ein Magiealtar? Oh, da kommt ein Clown hin. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, weil... Ah, okay, wir dürfen nicht zu weit weggehen. Wir dürfen aber nicht nah dranbleiben, weil dann kommt sein 3-Schädelwurf da. Ah, das ist ein nerviger Gegner. So, noch können wir dranbleiben. Jetzt müssen wir weg. Also wenn wir ihn im richtigen Moment treffen, kann er gar nicht angreifen. Das ist schon mal gut. Nicht gut ist, dass wir trotzdem keinen Mana und fast keine Lebenspunkte haben. Und an jeder Ecke echt Geröll. Ja, also gehen wir wieder hoch und suchen oben Magiealtar, damit wir uns hoch heilen können und hoch mananisieren, oder wie auch immer das heißen mag. Blauer Punkt. Oh. Altarmagie. Du bist kein Altarmagie. Oder kannst du irgendwas? Ich werde da. Okay, das ist komisch. Müssen wir mal schauen, wo genau der überhaupt war, wenn es denn einen gab. Alter Heilung ist der. Alter Magie ist blaues T. Da unten. Und der ist umgeben von keine Magie. Ah, genau, da müssen wir darauf achten, dass wir den Heilzauber nicht direkt vorm Altar sprechen. Das hatten wir ja schon mal. So, also am Stein. Am Stein vorbei. Links rum. War hier nicht auch irgendwo ein Heilaltar in der Nähe? Ja, dann gehen wir mal da zum Heilaltar, um die Heilung zu bekommen. Sonst müssten wir 4 oder 5 Mal Heilung spammen, das dauert zu lang. War das hier? Ne, ein weiter. Zwischen den Säulen durch. Hier waren hoffentlich keine Steine. Und dann gucken wir doch mal, was wir alles an Yin-Yangs da haben. Wir haben Weißmacht 50d10. Davon haben wir 2 Stück. Schwarze haben wir auch 2 Stück. Der heilt aber komplett. Also die Mana.
Nehmen wir erstmal die weißen. Gucken, wie viel dabei rumkommt. Ja, fast die Hälfte. Schön. Das reicht doch. So, jetzt müssen wir hier raus. Bei dem Stein will ich nicht vorbei, also rechts rum. Und dann müssten wir eigentlich fast drauf zukommen. Nicht nur eigentlich, also einfach nur geradeaus und irgendwann steht da links neben uns. Und dann können wir mal eins von den goldenen Symbolen verbrauchen, weil die haben wir ja ganz schön gehortet. Da. So, was ist eigentlich auf dem Boden? Achso, hier hatten wir mal aussortiert, was wir brauchen und nicht brauchen. Was wir als Magier bestimmt wesentlich öfter hätten machen müssen. Ah, wir sind ja ein Packesel, das ist gut so. So, jetzt müssen wir links rum zum Stein und wieder uns von der Seite anditschen lassen. Oder von vorne. So, runter und dann schauen wir mal, ob wir einen Weg finden, wo nicht unbedingt so viele von diesen Minus-Magie-Teilen sind. Wie hier und da und da. Also hier rum. Warum ist der Vater eigentlich noch hier? Wollte er nicht zu seiner Tochter? Na gut, also wir gehen links rum und schauen hier rein. Das da. Wir brauchen aber auch guten Mana. Mehr als eine Heilung. Und hier ist nichts. Nicht mal eine flackernde Wand. Schön. Das sieht so aus, als wenn da gleich um die Ecke noch ein Einsturz ist. Oder ein Stein. Boah, ich liebe diese Mine. Unsagbare Schätze sollen hier sein. Irgendein Blutherz und hast du nicht gesehen. Wir finden nur Steine und irgendwelche Joker. Ja, und schon das Mana wieder alle. Das nehmen wir doch gleich mal. Obwohl, erstmal gucken, ob hier irgendwo Mana abgezogen. Ja, hier wird nämlich direkt Mana abgezogen. Super. Das heißt, wir laufen jetzt möglichst fix dahin. Und sind trotzdem leer. Na gut, benutzen wir jetzt zwei davon, auch wenn wir jetzt kaum noch einen Vorrat haben. Und die dritte werden wir auch essen, sonst wird das mitten im Zauber unterbrochen. So, und schnell. Hoffen wir einfach mal, dass der Mana-Entzug nicht zählt, während wir zaubern. Und weiter, 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 weiter. Hier wird immer noch Mana abgezogen. Boah. Also diese Mini mag ich definitiv nicht. Ja, zum einen wegen der Gegner und zum anderen wegen dieser doofen Magiefallen. So, stirb, dummer Clown. Da waren mir die Blutdämonen und die Fleischdämonen wesentlich lieber. Primär auch wegen der Musik. So, stirbt Mini-Clowns. So, noch ein blockierter Weg. Und noch ein blockierter Weg. Und... Na, noch ein Clown. Ja, wollen wir nicht doch zum Toten Baum gehen? Oder diesem anderen Bereich im Westen? So, alternativ. Aber nee, so oder so müssen wir das hier früher oder später machen. Denn dieses Blutherz hört sich so ja an wie eins der Bestandteile für die Truhe. Und das können wir nicht einfach ignorieren. Hält ja viel aus. Ich hätte schwören können, aber gerade was an der Wand. Komisch. Ja, schön in die Magiefallen rein. Also das Ding müssen wir schon mal nicht aufmachen, da können wir drum herum gehen. Gucken wir mal hier rechts. Ja, die genauso wenig. Das haben wir... Da kommen wir nicht durch. Und da auch nicht. Und dahinter ist ein Gegenstand. Wollen wir wetten, ist das nur ein Stein? Ah, wir können nicht sicher sein.
So, wo können wir noch lang? Da unten war zu, ne? Ja. Können wir noch dadurch und da oben? Oder auch nicht. Hier oben. Also wieder ein Clown. Na komm. Oh, ich probiere mal was aus. Warum zaubert der nicht seinen komischen Einfrierdingens? Oder ist es der falsche Stab gewesen? Frostige Jungfer. Wir haben ihn noch kein einziges Mal getroffen? Doch, da gerade. Okay, der Clown ist auch noch immun gegen Einfrieren. So, und ein Magiekraut. Das ist irgendwie Provokation, oder? Dass man hier einen halben Mana-Balken abgezogen bekommt, um ein Kraut zu finden, das gerade mal ein Fünftel Mana-Balken wiederherstellt. Da oben war was im Weg. Okay, ich suche mal jetzt eine Stelle, wo man vor so einem Einsturz stehen kann, ohne dass Mana abgezogen wird. Und dann pausiere ich kurz, bis wir wieder volles Mana haben. Anders geht's nicht. Hier ist keine Falle. Gut. Also, bis gleich.